Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal. Heute wollen wir euch 6 Seuchen vor der Corona-Pandemie vorstellen. Am Ende des Videos gehen wir noch auf das Coronavirus ein und vergleichen die Krankheiten anhand der Anzahl der Toten und ihrer Letalität. Los geht's nach einem kurzen Intro. Als erstes sprechen wir über den Schwarzen Tod des 14. Jahrhunderts. Als Schwarzen Tod bezeichnet man die Pest, die von 1347 bis 1353 in Europa wütete. Über 25 Millionen Menschen starben. Der Erreger der Pest nennt sich Yersinia pestis und ist ein Bakterium, das von Nagetieren auf den Menschen übersprang. Dabei gilt der Floh als Zwischenwirt. Durch einen einfachen Biss des Flohs steckten sich die Menschen mit der Krankheit an. Dabei kann sich die Krankheit auch durch die einfache Tröpfcheninfektion ausbreiten. Eitrige, schmerzende Beulen treten auf, die durch die Infektion der Lymphknoten und Gefäße im Bereich des Flohbisses entstehen. Die Symptome werden heute der Beulenpest zugeschrieben. Gelingt der Erreger durchs Einatmen direkt an die Lunge, kommt es zur Lungenpest, was Atemprobleme und blutigen Husten verursacht. Die Pest kann unter anderem noch eine Pestsepsis verursachen, eine Blutvergiftung, wo es zu großflächigen Haut- und Organblutungen kommt. Daher auch der Name der Schwarze Tod. Damals glaubten die Menschen, dass die Krankheit sich durch die schlechten Gerüche verbreiten würde. Daher kam es zu den berühmten Pestmasken. Sie legten verschiedene Kräuter und gut riechende Öle in den Schnabel der Maske und versuchten, sich so gegen die Krankheit zu schützen. Dies half allerdings nicht. Heute wird die Pest mit Antibiotika behandelt. Die Gefahr, sich mit der Pest in der heutigen Zeit anzustecken, ist äußerst gering, da der Erreger in Europa als ausgerottet gilt. Jedoch gibt es noch einige Gebiete in Afrika, Asien, im tropischen Mittel- und Südamerika sowie im Südwesten der USA, in denen der Pesterreger noch besteht. Zwischen 2010 und 2015 registriert die Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit 3248 Pesterkrankungen, darunter 584 Todesfälle. Als nächstes sprechen wir über den HIV-Virus. Das humane Immundefizitvirus, kurz HIV oder auch das menschliche Immunschwächevirus, ist eines der schlimmsten Pandemien der Menschheitsgeschichte. Mittels statischer Analysen wurde das Erstauftreten des Virus auf den Zeitraum zwischen 1902 und 1921 im Raum von Belgisch-Kongo datiert. Das Virus beschäftigt die Menschen heute noch, allerdings sinkt die Zahl der Neuinfizierten von Jahr zu Jahr. Durch das HIV-Virus wird nach einer mehrjährigen Inkubationszeit das Immunschwächesyndrom AIDS ausgelöst, welches in 100% der Fällen tödlich endet. Seit den 90er Jahren hat sich das HIV-Virus zu einer Pandemie entwickelt. Durch das Virus sind bereits mehr als 36 Millionen Menschen gestorben. Die Wahrscheinlichkeit, sich heutzutage mit HIV anzustecken, ist eher gering. Dabei sollte darauf geachtet werden, ungeschützten Geschlechtsverkehr mit flüchtigen Bekanntschaften zu verzichten. Auch die Vergabe von Blut oder Organen infizierter Personen sollte natürlich nicht stattfinden. Als nächstes sprechen wir über die spanische Grippe. Die spanische Grippe war eine Influenza-Pandemie, welche sich von 1918 bis 1920 in 3 Wellen auf der Welt ausbreitete. Diese wurde durch einen ungewöhnlichen virulenten Abkömmling des Influenza-Virus verursacht. Von über 500 Millionen Infizierten starben ca. 50 Millionen Menschen an der Seuche. Man geht davon aus, dass sie ihren Ursprung in den USA hat und sich so über die Soldaten im Ersten Weltkrieg weiter ausbreiten konnte. Jedoch ist dies ungewiss. Der Name spanische Grippe entstand, nachdem die ersten Nachrichten über die Seuche aus Spanien kamen und nicht wie viele vermuten, dass die Krankheit ihren Ursprung in Spanien hat. Übertragen werden die Influenza-Viren über die Tröpfcheninfektion beim Niesen, Husten oder Sprechen, aber auch eine Schmierinfektion ist möglich. Behandelt wurde die Krankheit damals mit Hilfe von Aspirin und normaler Bettruhe. Heute gibt es gegen Influenza Impfstoffe und Antibiotika. Als nächstes sprechen wir über das Ebola-Virus. Das Ebola-Virus ist eines der schlimmsten Viren dieser Zeit, welches schon mehrere Ausbrüche verursachte. Erstmals erschien das Virus im Jahr 1976 bei 2 gleichzeitigen Ausbrüchen im Sudan und der Demokratischen Republik Kongo. Seitdem treten immer wieder neue Fälle der Viruserkrankung auf. Das Virus ist wahrscheinlich durch den Verzehr von Affenfleisch auf den Menschen übergesprungen. Allerdings wird angenommen, dass Fledermäuse die initialen Virusträger in der Natur sind.
Nach einer kurzen Inkubationszeit von wenigen Tagen treten mehrere Symptome auf, die zu einem multiplen Organversagen führen und dadurch eine Sterblichkeitsrate von bis zu 90% mit sich bringen. Selbst nach der überstandenen Virusinfektion sind Infizierte immer noch über verschiedene Körperflüssigkeiten über Monate ansteckend. Bisher starben an dem Ebola-Virus mehr als 15.000 Menschen. Die Wahrscheinlichkeit, sich derzeit in Europa mit dem Virus anzustecken, ist eher gering, da der Großteil der Infizierten in wirtschaftsschwachen Regionen in Afrika leben. Als nächstes sprechen wir über die Pocken. Die europäischen Eroberer brachten die Pocken nach Amerika mit, wo sie ab 1518 unter den Indianern verheerende Epidemien auslösten. Es wird davon ausgegangen, dass ein Viertel bis die Hälfte der indigenen Bevölkerung Amerikas den Pocken zum Opfer fiel. Es wird geschätzt, dass es zwischen 5 und 8 Millionen waren. Die Pockenviren, auch genannt Ottopoxviren-Variola, verursachen die gefährliche und lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Das für die Erkrankung typische und namensgebende Hautbläschen wird als Pocke oder Blatter bezeichnet. Die Menschen steckten sich untereinander durch die Tröpfcheninfektion an. Daneben erfolgte die Ansteckung auch durch Einatmen von Staub und durch das Berühren der Pocken. Ein bekanntes Heilmittel gegen die Pocken gibt es nicht, allerdings ist eine vorbeugende Impfung möglich. 1967 war es sogar Pflicht, sich gegen die Pocken impfen zu lassen. Dieses Gesetz wurde jedoch in Deutschland im Jahr 1976 aufgehoben. Seit 1980 gelten die Pocken als ausgerottet. Es soll nur noch zwei Standorte geben, an denen die Pockenviren in Laboren lagern, und zwar in den USA und in Russland. Als nächstes sprechen wir über die Cholera. Die Cholera ist eine bakterielle Infektionskrankheit, welche vorwiegend den Dünndarm befällt. Das Erstauftreten der bakteriellen Infektionskrankheit ist Recherchen zufolge das Jahr 1817, wo es auf der indochinesischen Halbinsel auftrat. Bis heute gibt es weltweit immer wieder Vorfälle der Infektion. Nach einer kurzen Inkubationszeit von wenigen Tagen kommt es bei ca. 15% der Infizierten zum Ausbruch der Krankheit. Diese durchläuft drei Stadien, die verschiedenste Symptome mit sich bringen. Durch keine Behandlung nach Krankheitsausbruch kann es bei bis zu 70% der Fälle zum Tod führen. Jährlich erliegen der Krankheit mehr als 100.000 Menschen. Der größte Ausbruch der Krankheit fand im Zeitraum von Oktober 2016 bis April 2019 statt. Dabei infizierten sich mehr als 1,7 Millionen Menschen und ca. 3.500 von ihnen starben. Sich heutzutage mit der Cholera im europäischen Raum anzustecken ist eher unwahrscheinlich, solange man darauf achtet, kein verunreinigtes Trinkwasser durch Fäkalien zu sich zu nehmen. Zum Schluss gehen wir noch auf die Corona-Pandemie ein und vergleichen diese mit den bereits vorgestellten Epidemien und Pandemien. Das Coronavirus oder auch SARS-CoV-2 löst die Krankheit Covid-19 aus. Nach den derzeitigen Informationen hat das Virus seinen Ursprung in der chinesischen Großstadt Wuhan, wo es von Fledermäusen und über eine andere Spezies auf einem Markt für Wildtiere und Meeresfrüchte auf den Menschen übergegangen sein soll. Die Krankheit macht sich durch folgende Symptome bemerkbar: Fieber, trockenen Husten, Kurzatmigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen, Halsschmerzen und Kopfschmerzen. In seltenen Fällen kann es auch zu Übelkeit und Erbrechen sowie einer verstopften Nase oder Durchfall kommen. Der Krankheitsverlauf ist in den meisten Fällen mild bis moderat, nur bei 14% gibt es einen schweren Verlauf und bei 6% der Erkrankten war der Krankheitsverlauf kritisch bis lebensbedrohlich. Zu den Risikogruppen gehören unter anderem Vorerkrankte, ältere Personen ab 60 Jahren und Raucher. Die hauptsächliche Übertragung erfolgt über Tröpfchen, die beim Husten und Niesen entstehen und beim Gegenüber über die Schleimhäute der Nase, des Mundes und gegebenenfalls des Auges aufgenommen werden. Ebenso ist eine Übertragung durch kontaminierte Oberflächen, insbesondere in der unmittelbaren Umgebung des Infizierten, nicht auszuschließen. Wird eine Person mit dem Virus infiziert, kann die Inkubationszeit stark abweichen. Sie liegt bei 1 bis 14 Tagen. Die Krankheitsverläufe sind unspezifisch, vielfältig und variieren stark. Von symptomlosen Verläufen bis zu schweren Lungenentzündungen mit Lungenversagen und Tod. Wie tödlich ist das Coronavirus im Vergleich zu den bereits benannten Krankheiten? Wir machen den Vergleich. Um die Schwere der Ausbrüche zu beziffern, listen wir die Anzahl der bisher Verstorbenen je nach Krankheit auf. Die geringste Anzahl der Toten unserer Auswahl hat bisher Ebola, mit mehr als 15.200 Toten. Darauf folgt Covid-19, mit bereits mehr als 218.000 Toten. Als nächstes kommt die Cholera, mit über 1 Million Toten. Durch die Pocken sind bereits mehr als 10 Millionen Menschen gestorben. Das Immunschwächesyndrom AIDS, welches die Folgekrankheit von HIV ist, hat bereits mehr als 39 Millionen Menschenleben gefordert. An der Spitze befinden sich die Pest und die spanische Grippe, mit jeweils 50 Millionen Toten. Um nun aber die genaue Gefahr einer Infektion zu bestimmen, muss die Sterberate der Infizierten mit Krankheitsausbruch betrachtet werden.
Dabei ist zu beachten, dass wir von dem höchsten Wert ausgehen. Infiziert man sich mit dem Ebola-Virus, so liegt die maximale Sterberate bei Krankheitsausbruch bei bis zu 90%. Die Sterberate von Covid-19-Erkrankten liegt bei Risikogruppen bei bis zu 15%. Befällt einen die Cholera und die Krankheit bricht aus, so liegt die Sterbewahrscheinlichkeit bei bis zu 70%. Die maximale Sterberate der Pocken liegt bei 90%. Entwickelt sich durch das HIV-Virus das Immunschwächesyndrom AIDS, so liegt die Sterberate bei 100%. In einem ähnlich hohen Bereich liegt die Sterberate der Pest, um genau zu sein bei bis zu 95%. Die Sterberate der spanischen Grippe beträgt ca. 10%. Nach diesen Werten lässt sich sagen, dass die bisherigen Pandemien und Epidemien im Vergleich zu der jetzigen Corona-Pandemie schlimmer ausgefallen sind. Dies liegt bis zum derzeitigen Zeitpunkt allerdings nicht nur an der geringen Sterblichkeitsrate von Covid-19 im Vergleich zum Großteil der anderen Krankheiten. Auch die bessere medizinische Versorgung und die Sicherheitsvorkehrungen der verschiedenen Länder trägt dazu bei. Vielen Dank fürs Anschauen. Falls ihr ein ausführlicheres Video zu diesem Thema haben wollt, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Für Themenwünsche und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar. Das war's leider schon. Abonniert den Kanal, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.